Leute, herzlich willkommen zu Mad Max Trash TV, Folge 4. Ja, heute stelle ich euch wieder auch überwiegend Sachen aus dem Hardcore und Punk vor, aus den 90ern, aus den 2000ern. Ja, und ich fackel da gar nicht lange. Ich starte direkt mit einer saugeilen Ami-Hardcore-Punk-Band aus Florida, nämlich niemand Geringeres als Radio Bagdad. Die ersten Sachen, die gibt es nämlich nur auf CD, leider, aber lohnt sich, wirklich geil. Ja, das ist eine sehr schöne Ami-Hardcore-Band, die kommen aus Florida und die sind erschienen auf einem Label von einem, den ich sehr gut kenne, ist auch ein Arbeitskollege von meiner Frau gewesen, damals, nämlich der gute Rob. Mit seinem Label Friendly Cow Records, der immer wieder interessante Bands rausgebracht hat, wie zum Beispiel Captain Not Responsible aus Norwegen und so Geschichten. Ja, Radio Bagdad, auch die CD kann schön sein, nämlich mit einem kleinen Poster auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit Texten, Band Bild. So wie sich das gehört natürlich. Die CD auch mal gerade zeigen. Das Album heißt natürlich 120 Years of Bacon. Ja, was gibt's da zu sagen? Die machen wirklich geil. Hardcore Punk. Auch bisschen melodisch. Die schöne ältere Schule eher. Die Band, die ist, glaube ich, 1994 haben die sich gegründet oder beziehungsweise das erste Tape veröffentlicht. Und dann kamen ein paar Abständen, drei Alben. Immer fünf Singles, sechs Singles rausgebracht, zwei Split-Singles. Ja, musikalisch kurz gehaltene Songs. Also ich sag mal 18 Songs in einer halben Stunde. Kann schon was. Überwiegend im 2-Minuten-Bereich oder mal über eine Minute. Also die gehen auch richtig gut auf die Fresse. Nicht dieser blöde Melodic-Core aus den 90ern. Dieses ganze NoFX, Bad Religion und drei Tonleitern rauf, drei Tonleitern runter. Das hat mich nämlich irgendwann angefangen zu nerven. Nein, das ist wirklich richtig geiler Alter. Hardcore-Punk, so wie er sein soll. Und ja, also geschwindigkeitsmäßig durchaus stellenweise im Bereich, würde ich sagen, alte DRI, ne? Oder auch ja, seine Conflict Offenders. Also Knaller, wirklich geil. Flag of Democracy, so, ne? Also wirklich. Gehen sehr gut ab. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die sind auch günstig zu bekommen auf Discogs. Ich falle nochmal Radio Bagdad 120 Years of Bacon. Das war mein heutiger Einstieg. Checkt sie an. Als nächstes ziehe ich meinen Hut vor einer Band, die aus Israel kommt. Die Rede ist nämlich von Dir Yassin. Und die sind der Hammer gewesen. Also die kamen, 97 haben die sich gegründet in Israel. Sehr, sehr höchst politische Texte. Musikalisch ist das mehr so das Power Violence Grindcore Ding. Aber mehr im Hardcore-Bereich angesiedelt. Ich zeig euch mal die Single. Die Single heißt Durchbrechender Geist. Die ist damals erschienen auf dem deutschen Label Thought Crime Records, die wirklich auch für gute Sachen stehen aus dem Bereich Grind, Power Violence, Hardcore. Ja, wie immer schön aufgemacht. Auch ein Textblatt wieder mal dabei.
Also wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor der Band, die aus quasi aus einem Kriegsgebiet kommt. Die Terror, Brutalität, Krieg, alles, Bombenbefall, alles jeden Tag erlebt und dann noch wirklich politisch aktiv sind und hammermäßige Texte haben. Wow, also Knaller. Da gehört schon ein bisschen was dazu, muss ich ganz klar sagen. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was der Name Dir Yassin bedeutet. Und da gibt es eine Erklärung von der Band dazu. Der Name wurde gewählt, um die erhabenen, blutigen Tatsachen des Zionismus und der Geschichte Israels wieder in sein kollektives Bewusstsein zu bringen. Also ich glaube, das sagt schon mehr als alles. Ja, von denen gibt es mittlerweile 5 Singles, beziehungsweise eine Dreifach-Single mit 4 verschiedenen Bands drauf. Die Diskografie wurde auch von denen schon rausgebracht. Leider gibt es die nicht mehr. Die Single und so weiter sind günstig abzugreifen. Also wer immer noch wirklich sehr gute Bands wie Dir Yassin zum Beispiel unterstützen möchte, kann ich nur wärmstens empfehlen, sich diese wirklich geile Scheibe zu holen, Andy. Boah, einfach nur Wahnsinn ist. Also das Ding, das brettert. Ne, also ich sag mal, ja, 14 Songs drauf auf so eine Single. Die geht, glaube ich, im Höchstmaße 7 Minuten. Hui. Also wirklich Power Violence, Grindcore. Mit geilen politischen Lyrics. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ey. Die haben was. Die sind echt wow. Als nächstes stelle ich euch eine sehr geile 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre Punkband aus Kalifornien vor. Nämlich die guten Flower Leopards. Und ich finde die mega geil. Also das ist wirklich... Dieses Album, Heaven's Closed, auf Triple XXX erschienen, von 1989, macht wirklich mega geilen Punkrock, ja, melodischen Punkrock. Am Gesang niemand geringerer als Tony Montana oder Tony Brandenburg, Anthony Brandenburg. Nämlich der Sänger von Adolescence. Und musikalisch ist das Ganze auch so angesiedelt. Während Adolescence noch eher ein bisschen mehr, ja, vielleicht noch eine kleine Prise Hardcore haben, würde ich sagen, dass The Flower Leopards mehr in den mehr rockiger sind. Aber ja, kicken durchaus Arsch. Wissen zu gefallen. Ich meine, was soll man da noch großartig sagen? Bei der Bandbesetzung, also nicht nur Tony Adolescence am Start ist, sondern halt auch der Schlagzeuger zum Beispiel, Matt Young, der auch bei Sister Gotham gespielt hat, oder The Distillers. Also da sind schon durchaus Leute mit Erfahrung am Start. Und The Flower Leopards, also ich finde es wirklich geil, dieses Album. Eigentlich ist alles von denen geil, was die rausgebracht haben. Hat was so amerikanischen, melodischen Punk, Punkrock. Ja, doch. Also mehr will ich da gar nicht zu sagen. Die Scheibe ist von 1989 und jeder, der auf Adolescence, Sister Gotham steht, kann sich eigentlich blind The Flower Leopard zulegen. Also, hört mal rein, lohnt sich. Ja, diesmal stelle ich euch was Schönes vor. Nämlich eine sehr, sehr geile Split-Single einer schwedischen
Crust, Deadbeat-Legende, nämlich die Rede ist von Dysphere. Und auf der anderen Seite eine Ami-Rakete, nämlich die Band Zicke, die für Hochgeschwindigkeitsrock'n'Roll stehen. Und das ist ein wunderschön aufgemachtes Teil, richtig geil. Auf Relapse natürlich erschienen, wen wundert's. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wer es noch nicht hat, nicht seinen eigenen kann. Aber beide Bands sind einfach nur der Knaller. Das vier Tompa am Gesang, ne? Skid System at the Gates, Lock Up, also Lyric in 4. Wow. Dazu ist das Ganze dann auch in schönem weißem Vinyl aufgemacht. Also es lohnt sich, das ist wirklich ein Knaller, das Teil ist nicht ganz so billig, muss ich dazu sagen, weil niedrige Auflage, farbiges Vinyl über Relapse und dann zwei so Knallerbands, also mehr muss man da gar nicht so sagen, das ist einfach von vorne bis hinten Brett auf beiden Seiten, zieht's euch rein, Zicke und Dysphere knallt. Ja, und wo ich jetzt schon einmal in Schweden angekommen bin, möchte ich auch direkt da bleiben und euch nochmal einen richtigen Kracher vorstellen. Nämlich Gadget aus Schweden. Das ist der absolute Knaller, muss ich ganz klar sagen. Natürlich auch auf Relapse erschienen. Das Album heißt The Funeral March und das sind für mich, muss ich ganz klar sagen, so die, eine der würdigsten Nachkommen von Nasum, nämlich Grind, Schweden Grind vom Feinsten. Also wirklich auf den Punkt, Knaller, richtig geil, Hyperspeed. Nicht langweilig. Geil gemacht. Ich habe jetzt noch das Glück, dass das limitierte schwarze Vinyl, ne, ist mal kein buntes, sondern limitiert. Und zwar gibt es nur 100 Stück in schwarz. Ich habe die Nummer 67. Wie gesagt, Schweden Grind. Vom Feinsten, der Marke Nasum. Ich denke, das spricht genug. Jeder, der ein Fan davon ist und die noch nicht kennt, sollte sich dieses geile Album in jedem Fall mal zulegen. Kann was. 10 von 10 Punkten. Absoluter Burner. Knaller. Zieht's euch rein, Jungs. Ja, jetzt gehen wir nochmal zu guter Letzt nochmal über einen großen Teich nach Amerika, wo es auch eine schöne Doomcore-Legende, nenne ich jetzt einfach mal so, eine schöne Doomcore-Legende gibt, nämlich Crowbar. Und dessen Frontmann, Kirk Windstein, hat 2020 ein Soloalbum rausgebracht. Und das finde ich wirklich geil. Ist, ja, es sollte ein reines Akustikalbum werden. Ist es nicht geworden. Aber es ist im Großen und Ganzen sehr ruhig gehalten. Ist wirklich cool. Ist von vorne bis hinten der Knaller. Und wer dann noch als letzten Song von Jethro Tull Aqualung covert. Und ich habe gedacht, dass Ian Anderson persönlich, der das singt. Also, dass das Kirk so singt, Alter, das hat mich so umgehauen, das kann ich gar nicht glauben. Ja, die Platte ist auch wirklich wunderschön aufgemacht. Im Gatefold, im Clubcover, ne? Das Vinyl werde ich euch gleich zeigen, das ist nämlich ein kleines Schätzchen. Also, dieses Teil
Viele sind da geteilter Meinung. Denen gefällt es nicht so, weil die hätten es gerne noch ruhiger, wirklich Akustik gehabt, weil vom Prinzip her ist es schon so wie Crowbar, aber ich finde, es ist ja doch ein bisschen ruhiger und es überzeugt einfach. Die Platte heißt Dreams in Motion, weil der gute Kirk drauf ist. Einen, den ich sehr bewundere, wirklich genialer Mensch, ey, der es echt drauf hat. Ey. Und ja, auch bei Down natürlich aktiv ist, wo ich leider sagen muss, der gute Phil, ne, hat natürlich für mich sein Pulver verschossen, ey, dieser Schwachkopf der Anselmo mit seiner Nazi-Scheiße. Und deshalb halte ich von seinen Bands überhaupt nichts mehr. Weder Pantera noch Down noch seine anderen Kombos. Also unterstütze ich nicht, glaube ich nicht, höre ich nicht. Scheiße ich drauf. Was mir natürlich leid tut für solche genialen Leute, nur wie Down, die jetzt ohne ihn weitermachen. Schätze ich mal. Ne? Ja, das Cover wunderschön mit Fotos gehalten. So eine Frau, die ihn immer unterstützt in allem. Und mit Freunden, Bands, Musikern. Ist sogar in Deutschland erschienen, auf E1. Und ich finde die Platte, ich muss die auch mal wieder hören. Wirklich sehr, sehr geil. Wow. Und dann natürlich das Vinyl. Es ist überwiegend durchsichtig, aber clear with blue, gray and orange splatter. Wie gesagt, eine Doppel-LP, wunderschön. Ist natürlich ganz klar, ne, Doom, Sludge, nichts anderes wie Crowbar auch, aber halt, nicht ganz so heftig, eher etwas ruhiger gehalten, ganz cool. Und jetzt weiß ich nicht, ob man das hier erkennen kann, die vierte Seite hat nämlich ein Edge und da ist es. Wie immer von Bands aus New Orleans. Das kann man leider kaum erkennen. Ja, schade. Das Zeichen nämlich hinten drauf eingraviert. Kann man leider nicht sehen. Aber wie gesagt, für alle Fans von Crowbar, von Down, können sich dieses Album durchaus locker geben. Weil Kirk Windstein ist wirklich geil. Ich liebe auch, wie gesagt, das Aqualung-Cover von Jesso Tull. Mehr als gelungen. Ja, das war's halt wieder, liebe Leute. Hinterlasst wieder mal, wie immer, ob es euch gefallen hat oder nicht. Würde mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst wieder sehen. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Bis bald. Ciao.